Fuck the EU. In der Welt der Diplomatie ist diese Wortwahl eine deftige Entgleisung. Denn auf Deutsch hieße das in etwa Scheiß auf die EU. Und gesagt hat es eine US-Diplomatin im Telefonat mit ihrem Botschafter in Kiew. Zwar hat sich die ertappte Victoria Nuland entschuldigt, die Empörung über die Geringschätzung, die da anklang, aber bleibt. Volker Dutschek. Victoria Nuland ist in der Ukraine ein oft gesehener Gast. Im Dezember verteilte die amerikanische Top-Diplomatin mit Schwerpunkt Europapolitik Lebensmittel an die Demonstranten in Kiew. Am Telefon teilte sie jetzt derbe aus. Jemand hat das Gespräch mitgeschnitten und auf YouTube veröffentlicht. Mit dem US-Botschafter in Kiew spricht sie über die Lage. Sie will die Vereinten Nationen ins Boot holen, weil die EU in dem Konflikt einfach nicht weiterkäme. Und dann fällt der abfällige Satz. Fuck the EU, das soll so viel heißen wie Scheiß auf die EU. Die Bundesregierung in Berlin reagiert verschnupft. Ich möchte dazu sagen, dass die Bundeskanzlerin diese Äußerung, die dort gefallen ist, für absolut unakzeptabel hält. Und die Bundeskanzlerin noch einmal hervorheben möchte, dass Frau Ashton einen hervorragenden Job macht. Und die Europäische Union wird sich weiter mit großer Intensität darum bemühen, die Lage in der Ukraine zu beruhigen. Offen bleibt, wer das Gespräch auf YouTube veröffentlicht hat. Die US-Botschaft und Behörden sehen die Russen als Drahtzieher hinter der Aktion. Das hier ist ein neuer Tiefpunkt in der russischen Verbreitungspolitik in Sachen Publizieren und Posten. Mit der gezielten Indiskretion über die Entgleisung Newlands haben die Beziehungen zwischen beiden Staaten einen Dämpfer erhalten. Ja, die US-Regierung glaubt also, dass der russische Geheimdienst das Telefonat abgehört und veröffentlicht hat. Ulf Röller, die Beziehungen beider Länder sind ja ohnehin ziemlich angespannt. Ja, sind wirklich frostig. Beide Seiten reden nicht gut übereinander. Die Russen haben sofort gesagt, wir sind das natürlich nicht gewesen. Aber jenseits dieser verbalen Attacken gibt es wirklich handfeste Konflikte, warum das Verhältnis halt zwischen Russland und Amerika schlecht ist. Die Interessen der beiden Supermächte prallen in vielen Regionen momentan sehr heftig aufeinander. Denken wir an Syrien. Die Russen halten dort an Präsident Assad fest. Er soll ihren Einfluss sichern und Amerika kämpfen halt gegen diesen Einfluss. Das Gleiche ist bei der Ukraine. Das sehen die Russen als ihren politischen Hinterhof an. Und sie mögen das nicht, wenn die Amerikaner versuchen, dort ihre Politik zu machen. Und dann ist da natürlich das große Thema noch Edward Snowden. Die Amerikaner haben bisher den Russen immer noch nicht verziehen, dass er dort Asyl bekommen hat. Also viele, viele Konfliktherde. Und es ist nicht abzusehen, dass die sich irgendwie in der nächsten Zeit entspannen. Und es ist auch nicht abzusehen, dass der olympische Geist von Freundschaft und Friede wirklich in kurzer Zeit über Amerika und Russland irgendwie einbricht. Das war die Einschätzung unseres Korrespondenten Ulf Röller. Vielen Dank nach Washington.